Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Kommen Sie herein. Vor 2 Jahren haben wir die Künstlerin Birgit Bangerl anlässlich des Straßenfestes in Gerersdorf kennengelernt. Jetzt haben wir sie in ihrem Atelier besuchen dürfen und einen Einblick in ihre kreative Arbeit erhalten. Birgit Bangerl lebt in Kärnten an der Krems mit ihrem Gatten, Diplom-Ingenieur Andreas Bangerl, und ihren 2 Kindern Sophia und Felix Florin. Warum sind Sie nach Kärnten gekommen? Mein Mann und ich, wir waren halt jung und fertig mit dem Studieren und mit Ausbildung, und wir haben halt einen Platz gesucht, wo es halt sehr zentral ist. Und das hat uns halt nach Kärnten verschlagen, und ja, mit den Kindern, die wir haben, sind wir eben jetzt da hier geblieben in diesem Ort. Das gefällt uns eben sehr gut und es ist eben auch sehr, ja, sehr schön hier. Birgit Bangerl arbeitet seit 2003 als freischaffende Künstlerin und seit 2011 als Maltherapeutin. In ihren künstlerischen Arbeiten kommt ihre vielfältige Methodenkompetenz und Intuition zum Ausdruck. So. Also bei mir ist immer wichtig, ein zügiges Arbeiten. Das ist meistens, sobald ich drinnen bin, geht es zügig dahin, und dann das Tempo, lasse das Werk einfach so richtig wirken. Die erfolgreiche Künstlerin präsentierte ihre Werke regional und landesweit in über 20 Ausstellungen und verschaffte sich binnen kürzester Zeit einen Namen als intuitive Malexpertin. Irgendwann läuft es dann so richtig, und dann entsteht was, was aus einem einfach irgendwie entsteht. Also ich kann das nie vorher sagen, was dann, das ist jetzt mal so die erste Schicht. Wie viele Schichten das Bild haben wird, kann ich vorher auch noch nicht sagen. Das entsteht im Tun und im Beobachten und im Warten. Und dann im Ausarbeiten. Und dann kann es sein, dass das Wochen, Monate steht. Also in dem Fall habe ich jetzt Acryl. Sonst, ich mache auch viel mit Eitempera, mit Lack. Mit Lack arbeite ich. Oder eben mit Farbpigmenten momentan. Und ich arbeite Materialien, die ich gerade zur Verfügung habe. Ganz unterschiedlich. Das braucht jetzt, das kam das erste Ergebnis. Ich bewerte es nie, weil das ist jetzt, muss einmal trocknen. Und erst wenn es dann trocken ist, arbeite ich weiter dort, wo es mich anspricht. Und ich bewerte das Bild am Anfang überhaupt nie. Das ist einfach, es ist alles richtig, was entsteht. Es gibt da kein Falsch. Und das ist mir deswegen die Farbkomposition, das ist stimmig, das passt. Und aus dem kann man noch schön was ausarbeiten. Also viele meiner Werke entstehen auch einfach auf einem Rohleinen. Dieses Werk zum Beispiel ist einfach auf dem Leinen entstanden, also nicht aufgespannt. Oder sogar wirklich auf einem Rohhemmleinen. Ich finde dieses Werk eben sehr, sehr spannend, weil Teile wieder fehlen und wieder dazukommen. Ja, ich liebe es einfach, mit den Farben zu spielen, und ich liebe es einfach zu tun und zu probieren, zu experimentieren. Irgendwann ist der Punkt erreicht und dann merke ich und spüre ich, dass dieses Werk jetzt vollendet ist. An diesem Werk arbeite ich zum Beispiel schon länger und arbeite immer wieder drauf. Und manche Werke brauchen einfach die Zeit, und denen gebe ich es auch. Und irgendwann kriege ich den Impuls wieder, und jetzt arbeite ich da weiter. Also da zum Beispiel würde ich jetzt, da arbeite ich jetzt einfach auch wieder so aus dem Impuls außer. Ich sehe da Flächen, die sehr spannend sind, die möchte ich mal erhalten. Und dann sehe ich wieder irgendwie was, wo ich was einarbeiten kann.
Und da arbeite ich zum Beispiel jetzt mit dem Dunkeln ein, weil einfach die Dunkelheit wichtig ist an einem Werk, dass es vorhanden ist, damit es einfach auch die Helligkeit zur Geltung bringt. Besonders wichtig ist Birgit Bangerl die Arbeit als Maltherapeutin. Im hauseigenen Mallabor hält sie regelmäßig Workshops für Kinder und Erwachsene ab, die sich äußerster Beliebtheit erfreuen. Da merke ich zum Beispiel, dass es wirklich ganz gut wirkt, braucht es jetzt nur ein bisschen Rot. Und jetzt habe ich einfach da nur ein Rot eingearbeitet und das reicht. Das reicht. Mehr braucht es nicht. Und dieses Werk zum Beispiel lasse ich jetzt da trocknen und das hänge ich mir dann rauf, wo ich eine große Fläche habe zum Anschauen und zum Wirken, und dann lasse ich gehe in Kontakt mit dem Werk und es spricht im Grunde mit mir das Werk, wenn es fertig ist, ist es fertig, und dann lasse ich auch den Pinsel vom Werk und dann ist es fertig. Zu ihren Kunden zählen Privatpersonen sowie eine Reihe von Firmen, die an den Kunstwerken den individuellen Stil und die speziellen Farbkombinationen schätzen. Und das ist zum Beispiel auf einer Wiese in meinem Atelier. Ich habe auswärts im Sommer ein Atelier, wo ich arbeite, und da habe ich große Fläche, viel Platz. Und das ist zum Beispiel eins, das entstanden ist mit ganz vielen verschiedenen Werken in vielen verschiedenen Stilen. Da sind alle unterschiedlich, da ist keins gleich. Und das ist auch in einem bestimmten Power, in einem bestimmten Power von mir, in dem Zustand einfach entstanden. Die Menschen, die zu mir kommen und sich ein Werk von mir aussuchen oder auch in Auftrag geben, die lieben halt sehr stark auch dieses florale Werke, zum Beispiel eben so eins. Mache ich ganz, ganz viel und ganz oft. Ja, und dieses Werk zum Beispiel schaut wieder ganz anders, wenn es zusammenhängt. Und wie ich zuerst schon erwähnt habe, dieses Spielen. Also mir ist es wichtig, dass die Menschen mit meinen Werken auch spielen können, dass sie einmal so oder so aufhängen können. Oder zusammen eben, oder auch getrennt, einmal dorthin oder dahin. Oder auch verdreht, und dass es in jeder Richtung einfach stimmig ist. So, und jetzt werden die Bilder immer kleiner. Jetzt war ich schon im kleineren Format und das sind so meine Mini-Werke, Mini-Boxen. Das ist das Kunstwerk in Boxform. Das sind so Holzboxen, und die werden dann auch bemalt. Und bei denen ist es auch so, es reicht oft nur ein Teil oder eine kleine Box für ein Stück Wand. Und die wirken schon für sich, da braucht es gar nicht so groß sein. Und das ist zum Beispiel ein Würfel, den kann man auch immer wieder drehen, wie man halt gerade möchte, und bringt immer wieder andere Aspekte mit sich. Die innovative Künstlerin ist vor allem auch in der Kunstprojektarbeit sehr kreativ unterwegs. Sie entwickelte Friends Art, ein neuartiges, maßgeschneidertes Kunstkonzept, und wurde dafür im Rahmen der Feier des GEMMA Gründerinnenpreises mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Wann hat die Birgit Bangerl gewusst, dass Kunst ihr Metier ist, ihr Leben sozusagen? Also ich bin Künstlerin durch und durch, und mir ist es halt so wichtig, dass ich halt das zeigen kann, was ich bin. Und oft weiß ich nicht, aus welchem Grund und warum ich das tue, und ich habe immer so den Impuls, tu einfach und irgendwann wirst du wissen, warum. Deswegen tue ich einfach. Ich bin eben auch Autodidakt. Das ist auch mir jetzt sehr wichtig, dass ich mir diese Sachen auch frei entstehen können aus mir, dass es da keinen Einfluss gibt von außen oder halt nur ganz, ganz wenig bis gar keinen Einfluss. Und dass ich das ganz von mir aus entwickeln kann und auch darf. Und das tue ich auch. Ich leite Loop an, also ich bin Loop-Anleiterin. Loop heißt authentisch erfolgreich sein. Und da geht es einfach darum, den Menschen ins Tun und ins Handeln zu bringen. Und ja, Mut zu Erfolg und Mut zu authentischem Erfolg zu bewegen. Also dieses Loop bedeutet ja, dass man in Bewegung kommt und weitergeht und
dass es dann nicht endet in einen Kreis, wo immer das Gleiche kommt, sondern es bewegt sich und es geht ins nächste über. Das bedeutet eben Loop. Das nächste Loop starte ich am 2. April hier in Rohr. Und die Uhrzeit sind von 10 bis 16 Uhr. Und ja, ich freue mich über jeden, der teilnehmen möchte und erfahren möchte, was das für ein Erfahrungsprozess ist. Wenn man einer sagt, Kunst ist fad und öd, dann würden Sie nicht zustimmen. Nein, überhaupt nicht. Kunst ist sehr, sehr spannend, tief und fröhlich und lustig und faszinierend.